So, hallo und herzlich willkommen im Lorbeerwald. Hola. Keine Ahnung, was herzlich willkommen auf Spanisch heißt. Jedenfalls im Lorbeerwald sind wir. Der besonders spezielle Lorbeerwald der Kanaren. Grob kann man sagen, wo gibt es denn einen Lorbeerwald auf dem Planeten? Ist der was ganz Besonderes, das es nur auf den Kanaren gibt? Leider nicht ganz den kanarischen Lorbeerwald, den schon. Ja, der ist was Besonderes und es gibt ihn so auch nur auf den Kanaren. Aber der Vegetationstyp Lorbeerwald, den finden wir überall in den Subtropen, die da ungefähr anzuordnen sind, zwischen 28 Grad nördlicher Breite und so ganz, ganz grob vielleicht 18 Grad nördlicher Breite, also ein 10 Grad, ne, also was Grad ist, klar, jetzt, ja, Breitengrad. Ne? Genau. Auf der Nordhalbkugel, ungefähr da kann es sie geben. Kann es, muss es nicht zwingend. Und auf der Südhalbkugel nochmal genau dasselbe. 28 Grad Süd bis 18 Grad Süd. Auch in diesem Gürtel kann es sie theoretisch geben. Ob es sie dann jeweils da gibt, wo man sich gerade befindet, vom Längengrad her, das hängt natürlich damit zusammen, ob da überhaupt Landmassen zu finden sind. Das wäre schon mal eine wesentliche Voraussetzung. Und außerdem müssen diese Landmassen dann auch noch feucht sein. Tatsächlich ist aber für diesen Vegetations- bzw. diesen Ökosystemtyp, man muss sich klar machen, das ist ein Großökosystemtyp, ja? Er ist zwar nur selten auf der Erde vertreten, aber er ist von der Bedeutung her von der Bedeutung, die er auch mal hatte, ist das ein Großökosystemtyp. Sowas Ähnliches wie, also in die gleiche Kategorie zu packen wie der boreale Nadelwald, der ja gigantische Landflächen heutzutage einnimmt. Das war früher aber auch schon mal anders. Das wird auch irgendwann in Zukunft nochmal anders sein. Das gleiche gilt auch eben für den Lorbeerwald. Der war auch mal erheblich häufiger. Und vielleicht kommt das auch irgendwann dazu, dass das nochmal ist. Deswegen wissen wir das nicht. Und drum versuchen wir eben mal unabhängig von der aktuell gerade in diesem winzigen Bereich der Weltgeschichte, in dem wir uns gerade bewegen, gar nicht so überheblich zu sein und so zu tun, als wäre das jetzt unwichtig, nur weil gerade nur wenig davon da ist. Also, nochmal in diesem Bereich um den Äquator drumherum, eben diese beiden Gürtel, ein nördlicher, ein südlicher, da kann man sich den vorstellen, wenn dann eben da eine Landmasse zu finden ist und genügend Feuchtigkeit. Und genau bei genügend Feuchtigkeit steigen wir jetzt ein beim speziellen kanarischen Lorbeerwald, denn der hat diese Feuchtigkeit eigentlich nicht, gibt ihn aber trotzdem. Und weil er hier überlebt hat und überall sonst in der näheren Umgebung nicht, sprechen wir hier von einem Paläo-Endemitismus beziehungsweise von Paläo-Vegetation. Heißt, das Zeug ist eigentlich überall sonst ausgestorben und hier gibt es halt noch einen letzten Rest, der per Zufall überlebt hat. Und genauso ist es auch. Ja? Und eben weil das nur so ein letzter überlebter Rest ist, aus dem Tertiär, aus dem Miozän, wo der zuletzt eben komplett ums Mittelmeer vorhanden war, in der sogenannten Thetis. Der Mittelmeerraum galt da eben als Großlebensraum, die Thetis genannt, der mit dem heutigen Mittelmeerraum nicht mehr viel zu tun hat, wo wir auch tropische Wälder teilweise angetroffen haben und eben vor allen Dingen diese Lorbeerwälder, die da die ganz dominante Vegetationsform uns mit heutige, ja, das Mittelmeer sah damals auch noch ein bisschen anders aus, aber auch darum drumherum, inklusive Afrika, Nordafrika, da gab es noch keine Sahara, keine Spur von Sahara, sehr weit nach Zentralafrika rein, würde ich jetzt fast schon sagen, eben auch diese Lorbeerwälder vorhanden gewesen. So, ja, und damals eben häufig, jetzt dann überall weggestorben, erstens auf der Nord- bzw. auf der stark besiedelten, durch die Zivilisation stark besiedelten Seite der Thetis bzw. des Mittelmeers, einfach durch Mitwirken des Menschen verschwunden. Relikte hätten da wahrscheinlich überlebt, also größere Relikte, es gibt heute noch so einzelne, ganz winzig kleine Waldstückchen, aber die sind fast schon nicht mehr der Rede wert, wenn wir da nicht eben als Zivilisation, als Menschheit schon seit vielen tausend Jahren unser Unwesen im größeren Stil entsprechend treiben würden, wäre da vielleicht noch was übrig. Aber in Nordafrika ist er vor allen Dingen deswegen ausgestorben, weil dann halt dann doch vor ein paar tausend Jahren da so eine Sahara daherkam und spätestens da war es dann Schluss mit den letzten Resten von Lorbeerwäldern im Bereich Nordafrika. So, aber was ist auf den Kanaren anders? Naja, ein bisschen feuchter als Sahara ist hier schon.
Das ist der wesentliche Knackpunkt. Und es gibt eben diese Besonderheit, die wir auch schon in der Grundvideo zur Dynamik der Ökosysteme der Kanaren kennengelernt haben, dass nämlich hier diese Wolke ankommt. Ja, und diese Wolke, das hatte ich damals auch schon gesagt, sorgt dafür, dass der Bereich direkt unter ihr eben in einem gewissen Schatten liegt, einhergehend mit einer hohen Luftfeuchtigkeit. Gar nicht so sehr fette Niederschläge, aber die Niederschläge werden dann ja beziehungsweise später von den Kanarenkiefern, die dann oberhalb vom Lorbeerwald anzutreffen sind, zumindest theoretisch, in diesem Fall ist hier über uns nichts mehr. Das ist jetzt schon der höchste Bereich, wo wir hier gerade drin hocken, aber macht nichts. Nichtsdestotrotz werden die dann eben durch das Auskämmen der Wolke für mehr Wasser drunter sorgen und dann den Lorbeerwald dabei sozusagen unterstützen. Das heißt, weil dieser Schatten durch die Wolke, und dazu kommen wir gleich noch im Detail, so essentiell für diesen Wald ist, kann er nur da gedeihen, wo er regelmäßig von der Wolke überschattet wird. Und das bedeutet auf der Insel Nordseite, und zwar von ca. 1200, 1300 Metern bis runter auf ca. 800, 600 Meter. So je nachdem, welche Insel und wo genau man sich befindet. Da dürfen wir ihn vermuten. Natürlich auch nur dann, wenn da niemand ein Hotel hingebaut hat oder ein Schwimmbad oder na, was man halt sonst noch so wohin bauen kann. Ein Acker. So, haben wir soweit gesehen. Kommen wir zu den Details, die ich dann auch hoffentlich reichlich bebildern werde im Schnitt. So, wie sieht so ein Lorbeerwald aus? Beispiele folgen. Und gekennzeichnet sind diese Wälder jetzt eben durch ein ziemlich dunkles Innenleben. Und was uns auch, wenn wir uns die allgemeinen Bilder dazu jetzt mal angucken, recht schnell auffallen dürfte, ist, dass eher wenig Bodenvegetation anzutreffen ist, wenig bis nix. Und das, was da ist, sind oft auch Austriebe der vorhandenen Bäume der Umgebung, dass die einfach zu Stockausschlag neigen. Ein ganz wesentliches Merkmal des Lorbeerwaldes, so ziemlich alles, was hier steht, schneidest du es um, treibst wieder aus. Fällt es von alleine um, treibt es wieder aus. Kommt der Blitz, treibt es wieder aus. Eigentlich ziemlich egal mit was, aus welchem Grund die sterben, die treiben fast immer wieder aus. Das heißt, Samen spielen hier schon eine gewisse Rolle in diesen Wäldern, dass es sogenannte Kernwüchse gibt, sprich ein Wachsen einfach aus dem Samen heraus. Aber tatsächlich eher Stockausschläge, vielleicht als viel häufigere Form der Verjüngung dieses Waldes, wenn hier also mal was kaputt gegangen ist im größeren Stil. Dass hier mal was kaputt geht im größeren Stil passiert unter anderem durch Waldbrände heute. Damals sicherlich auch ein wenig, weil die darüber liegende Stufe der kanarische Kiefernwald sehr wohl sehr zu Waldbränden tendiert. Aber dazu sprechen wir natürlich dann im Beitrag zum kanarischen Kiefernwald. Aber wenn es da oben brennt, dann kann schon mal sein, dass es dann auch ein bisschen in den Lorbeerwald reinbrennt und so weiter und so fort. Ne? So, wichtig, warum dieser Wald so dunkel ist und so dicht, liegt einfach daran, dass er alles Licht, was er oben irgendwie kriegen kann, auch wirklich sehr effizient nutzt. Das Kronendach ist äußerst dicht, äußerst viel Licht aufnehmend, und das führt dazu, dass unten drunter eben eher ziemlich duster ausschaut. Das führt wiederum dazu, dass unten drunter am Boden, um dahin zurückzukommen, nur wenige Bodenpflanzen zu finden sind, weil das müssten Spezialisten sein, die mit sehr wenig Licht auskommen. Und das ist auf einer Insel, die normalerweise Licht jetzt nicht gerade im Mangel zur Verfügung stellt, eine Besonderheit, die viele Pflanzen haben sich da noch nicht in diese Richtung angepasst. Wir haben es vielleicht schon angesprochen, das weiß ich an diesem Punkt nicht, aber die Kanaren sind ja sehr jung, insbesondere Teneriffa. Die ältesten Bereiche des Teiches sind gerade mal 200.000 Jahre alt. Das ist also relativ lächerlich junger Boden, und da der, wenn der immer mal wieder ausbricht, so ein Zentralvulkan, der jeweiligen Insel ja immer wieder neues Material überall drüber schmeißt, sind auch die Böden weiter unten in vielen Fällen nicht besonders alt. Einfach weil dann kommt der neue Lavafluss drüber, so zu sehen, gerade natürlich auf La Palma mit dem aktuellen Ausbruch, der zumindest jetzt gerade, wenn ich das aufnehme, immer noch ein bisschen stattfindet. Das heißt, da passiert was, und da sind alte Ökosysteme fast nicht hinzukriegen. Trotzdem das älteste, wahrscheinlich zeitlich gesehen älteste an sich Ökosystem, das wir hier finden können, ist genau der Lorbeerwald, weil er eben das gesamte Tertiär über Bestand hatte. Hier zwar nur in Reliktform, aber dieser insgesamt Ökosystemtyp, der ist viele Millionen Jahre alt und hatte eben entsprechend viel Zeit, sich auch anzupassen. Daher sehen wir hier die diverse Merkmale, die auch tatsächlich die immer grünen bzw. feuchten Regenwälder der Tropen
auch aufweisen. Ja? Also es ist so ein Übergangswald, ein Übergangsökosystem zwischen immer feuchten Tropenregenwäldern. Tropische Bergregenwälder sind nochmal ein bisschen was Spezielles, die klammern wir jetzt mal ein bisschen aus. Und dann der heute stattfindenden, die es eben zur Zeit, als die Lorbeerwälder noch überall verbreitet waren, gar nicht gab. Aber heute ums Mittelmeer herum stattfindenden natürlichen Vegetation, so wenn man da auch nicht wieder ein Hotel oder ein Swimmingpool oder ähnliches hingebaut hat oder ein Gewächshaus für Tomaten, dann wäre das da die mediterranoide Hartlaubvegetation. Die ist gekennzeichnet, die spielt eigentlich keine Rolle für die Kanaren, aber ich will sie trotzdem mal kurz erwähnen, durch eine spezielle Form von laubabwerfenden Laubbäumen, die allerdings ihr Laub im Sommer abwerfen und dann rechtzeitig zum Winter wieder austreiben, um der Sommertrockenheit, die ums Mittelmeer herum, deswegen machen da ja viele im Sommer gerne Urlaub, herrscht, zu entgehen. Also ein Pflanzenwachstum ist in dieser Dürre fast nicht möglich, sofern keine Bewässerungsmaßnahmen von Menschen ergriffen werden, und darum entgehen sie dieser Dürre, wie sie bei uns die wechselgrünen Pflanzen dem Winter durch Laubabwurf entgehen, weil es da zu kalt wird, entgehen sie im Mittelmeerraum dem Sommer, weil es da zu trocken wird durch Laubabwurf. Ja? Also das wäre das nördlich gesehen nächste Großökosystem, das an den Lorbeerwald angrenzt. Und dann kommt der Lorbeerwald und dann kommen aber auch schon die tropischen Regenwälder. Vom Aussehen, vom Typ der Vegetation her, hat der Lorbeerwald auf den ersten Blick wenig mit der mediterranoiden Hartlaubvegetation zu tun, sondern vielmehr mit dem Tropenwald. Und wir werden uns jetzt in Bildmaterial das eine oder andere Beispiel dafür mal angucken. Ich versuche da mal drüber zu quatschen und so gut es geht, das mit Bildern zu belegen. Zum Beispiel gibt es erstmal auffällig viele Blätter, die sich optisch sehr stark ähneln. Drum spricht man hier auch vom Lorbeerwald, weil der Lorbeer, also der wirkliche Lorbeer, da blende ich euch gerne mal ein Bild ein, da habe ich jetzt keins griffbereit, aber kann ich eins im Internet raussuchen, der hat eine bestimmte Blattform, und da der Lorbeer gerade bei den gebildeten Völkern der früheren Zeit, sprich Römer, entsprechend wichtig gewesen ist, wir kennen den Lorbeerkranz vom Julius, der mit dem ja gerne rumgelaufen ist und damit gleichzeitig sein Mittagessen gewürzt hat, wie wir den Asterix und Obelix Beiträgen diesbezüglich entnehmen können, der musste ja irgendwo seinen Lorbeerkranz ja auch herkriegen. Und tatsächlich gibt es einen Haufen Pflanzen, die in den Bereich Lorbeer gehen. Die tragen den schönen Vornamen Laurus. Das sind tatsächlich dann die richtigen Lorbeer-Lorbeergewächse. Aber das Spannende ist, da es sich hier bei diesen Lorbeerwäldern um eine an sich wahnsinnig alte Vegetationsform handelt, haben alle Baumtypen, das geht von der Kirsche bis zur Olive, ja, die haben alle nach und nach gelernt, dass die beste Blattform, die man in diesen Wäldern, unter diesen Klimabedingungen, die in diesen Wäldern typischerweise herrschen, haben kann, tatsächlich ein lorbeerartiges Blatt ist. Und drum finden wir hier Kirschen mit Lorbeerblättern. Wir finden hier in anderen Lorbeerwäldern weltweit, jetzt nicht auf den Kanarischen Inseln, finden wir Buchengewächse mit Lorbeerblättern. Wir finden hier logischerweise Blätter, die sowieso schon, Bäume, die sowieso schon Lorbeerblätter haben, wie den Ilex, Ilex aquifolium, unser heimischer Ilex, den wird der ein oder andere kennen. Ilex canadiensis wäre jetzt der hiesige Vertreter, der ganz ähnliche Blätter hat. Und so ein Lorbeerblatt, ihr seht, während ich hier quatsche, hoffentlich diverse Beispiele eingeblendet. Das hat nun mal die Eigenschaft, Moment, ich halte euch mal eins in die Kamera. Hier frisch vom Boden aufgesammelt ein typisches Lorbeerblatt, beziehungsweise ein typisches Lorbeerblatt. Es gibt wirklich mannigfaltige Ausprägungen dieses Blatttyps. Ja, die können ein bisschen eiförmiger sein, ein bisschen elliptischer. Das hier ist zum Beispiel eher lanzettlich, recht spitz zulaufend. Aber es gibt die auch in ziemlich rund, in ziemlich schmal, in groß, in klein. Völlig egal, sie haben alle eine Sache gemeinsam. Erstens mal keine besonderen Ablappungen, keine besonderen Stacheln, keine besonderen Zacken, nichts dergleichen, bestenfalls eine Spitze. Ne? Mit ganz wenigen Ausnahmen, der Ilex hat noch so ein Blattstacheln, aber auch nur selten. Dann fühlen sie sich alle ziemlich fest an, wie so ein typisches Blatt vom Gummibaum, das hat jeder schon mal irgendwann in der Hand gehabt. Was gibt es denn da noch so an typischen Topfpflanzen, die man aus Deutschland kennt? Sonst geht in den Wald, sucht euch einen Ilex, fasst den an. Genauso fühlt sich ein Lorbeerblatt an. Sie sind relativ dick, sie sind ziemlich fest. Sie haben oft eine glänzende, das kann man hier jetzt, ja, kann man sehen im Licht, ne? Eine leicht glänzende Oberfläche, je nachdem, wie sie zum Licht gedreht werden. Sie fühlen sich wachsartig an
und haben einfach auch eine gewisse mechanische Stabilität, dass die so schnell nicht kaputt gehen. Und das ist wichtig. Ja? Und das sind diese Eigenschaften, die hier wirklich so ziemlich jedes Blatt in diesen Wäldern, völlig unabhängig zu welchem Baum es gehört, über die Jahrmillionen entwickelt hat. Also eine Kirsche hat normalerweise ganz andere Blätter, trotzdem sehen die hier genauso aus wie alle anderen Blätter im Lorbeerwald auch, weil das einfach die beste Überlebensstrategie auch für eine Kirsche, die im Lorbeerwald wachsen möchte, entsprechend ist. Denn so ein Blatt durch die schimmernde Oberfläche kann es, wenn dann mal keine Wolke über dem Wald ist und die tropische, subtropische Sonne hier entsprechend reinbrutzelt wie Sau, auf Höhenniveau der Sahara nochmal, ja, dann ist diese glänzende Oberfläche super toll, um einen Großteil der Strahlung wieder wegzureflektieren und dementsprechend jetzt nicht sich wahnsinnig aufzuheizen. Also ganz essentiell. Zweitens, die Blätter sind immer grün. Das heißt, hier schmeißt der Baum nur dann ein Blatt ab, wenn es alt, das ist vom Boden, ne? Wenn es alt geworden ist und die Photosyntheseleistung nicht mehr erbringen kann, die es ursprünglich mal erbracht hat, weil der Photosyntheseapparat im Blatt, der altert auch und irgendwann funktioniert das nicht mehr ganz. Durchschnittlich bleiben die wohl sowas um die 7 Jahre am Baum. Aber unterschiedlich. Nur mal so grob, damit wir eine ungefähre Zeiteinordnung haben. Dann macht es auch Sinn, einfach eine ganz simple Blattform zu haben, weil irgendwelche speziellen Merkmale braucht man nicht. Und jetzt insbesondere auf den Kanaren bildet sich nämlich beim Ilex, den wir ja mit solchen stacheligen Blättern kennen, diese Stacheln bilden sich nach und nach auch zurück. Es sind nur noch kaum welche vorhanden. Wahrscheinlich geht die Entwicklung der Evolution hin zu überhaupt keinen Stacheln mehr. Warum? Diese Stacheln sind eine Abwehr, denkt man jedenfalls, gegen Säugetiere vor allen Dingen. Also irgendeine Ziege oder ein Schaf, ein Wildschaf von mir aus, was da jetzt im Ilex rumrennt und den auffressen möchte, dann piekt der Ilex das Schaf stellt fest, hier ist ungemütlich, ich gehe lieber zu dem, der keine Stacheln hat. Dumm nur, auf den Kanaren gibt es quasi kein größeres Säugetier natürlich vorkommend. Dementsprechend haben über die Jahrmillionen, die diese Wälder hier existieren, die auch keinerlei Notwendigkeit gehabt, sich gegen irgendein größeres blattfressendes Säugetier zu wehren, weil wo soll das hergekommen sein? Dass ein größeres Säugetier von Afrika hier rüber auf die Kanaren schwimmt, eher unwahrscheinlich, ist auch nicht passiert. Und dementsprechend Abwehrmaßnahmen der Bäume finden wir wenig. Wir finden auch kaum Bäume mit dickerer Borke. Auch das ist ein wichtiges Charakteristikum dieser Wälder, weil auch die brauchen sie nicht, weil mechanische Belastung durch größere Tiere findet hier nicht statt. Eine dickere Borke wäre höchstens dann noch interessant, wenn man sich gegen UV-Strahlung wehren möchte, aber zu diesem Zweck, und deswegen ist es ja auch so wichtig, hat man hier eine Wolke oben drüber. Auch interessant, die meisten der Blätter hier haben gar keinen Mechanismus, um bei großer Sonneneinstrahlung, bei großer Dürre den Wasserverlust des Blattes zu reduzieren. Für diejenigen, die wissen, was ein Stomata ist, auf der Blattunterseite sich befindliche Öffnungen im Blatt zum Gasaustausch. Soll heißen, da wird Wasserdampf abgegeben und CO2 aufgenommen. Das passiert durch diese kleinen Öffnungen, die sind mikroskopisch klein, die kann man mit bloßem Auge nicht sehen. Heimische Pflanzen in Deutschland, alle, können diese Öffnungen, wenn es trocken wird, verschließen, um Wasser zu sparen. Ja? Alle heimischen Pflanzen. Hier im Lorbeerwald kann das so gut wie niemand, weil eine längere Dürreperiode und eine längere Trockenheit mit langer Sonneneinstrahlung findet nicht statt, weil eben diese Wolke, die hier standardmäßig wirklich immer drüber hängt, jederzeit da ist oder nur mal ganz kurz weg. Und wenn sie nur kurz weg ist, dann reicht das Reflexionsvermögen unserer Blätter aus, um die kurze intensive Sonneneinstrahlung zu überstehen, bis die nächste Wolke da ist und dann die Photosynthese wieder weitergehen kann. Durch diese Situation mit der Wolke haben diese Wälder auch fast immer eine Luftfeuchtigkeit um die 50%. Und das führt eben auch dazu, dass das Wasser irgendwo hin muss, wenn die Blätter dauernd nass sind, weil dauernd irgendwelche Luftfeuchtigkeit an ihnen kondensiert. Viele Blätter weisen daher eine sogenannte Träufelspitze auf. Das ist ein aufgesetzter Spitze vorne am Blatt, oft verbunden mit einer etwas tiefer liegenden Rinne an der Blattachse, damit das Wasser, was auf dem Blatt ja, entweder kondensiert oder auch mal drauf regnet. Ist ja so, nicht so, dass es hier nie regnen würde. Möglichst schnell vom Blatt abgeleitet wird. Das erfüllt mehrere Gründe. Und das ist normalerweise ein Phänomen, das man sonst nur aus tropischen Regenwäldern kennt. Träufelspitzen, ja, ganz typisches Beispiel für morphologische Anpassungen der tropischen Regenwälder. Gibt's da und gibt's im Lorbeerwald. Und zwar warum? Weil, wenn das Wasser möglichst schnell vom Blatt geleitet wird, dann hat ein
Keimling von einem Epiphyt, zum Beispiel einer Pflanze, die auf anderen Pflanzen wächst. Epiphyt drauf sitzend bzw. drauf wachsend hat keine Chance, auf dem Blatt zu wachsen, wenn da nie genug Feuchtigkeit da ist, dass ein Samen da überhaupt keimen könnte, aufquellen könnte und loslegen mit Wachstum. Ja? Also je schneller das abtrocknet, desto unwahrscheinlicher, dass da ein Samen keimt. Das gleiche gilt für Sporen von Pilzen oder von Farnen oder von sonstigen epiphytischen Pflanzen, Moose auch, die man sich sonst so vorstellen kann. Der Baum hat nichts davon, wenn jemand auf seinem Blatt wohnt, dann kann das Blatt selbst keine Photosynthese mehr machen und derjenige, der darauf wohnt, kann sich im gleichen Kronendach möglicherweise durch weitere Sporen auch noch weiter ausbreiten. Und da wir gerade beim Thema sind, Epiphytenreichtum, also Pflanzen, die auf anderen Pflanzen draufsitzen, ist auch etwas, was im Lorbeerwald erheblich häufiger vorkommt, als wir das aus unserer heimischen Vegetation kennen und auch so ein Indiz ist, um zu sich vorstellen zu können, es geht in Richtung Tropen. Ja? Epiphyten sind hier zum Beispiel Farne, die auf Bäumen wachsen. Es gibt aber auch erste und damit auch die nördlichsten bzw. Am weitesten weg Richtung Süden, am weitesten weg von den Tropen gelegenen Beispiele für Lianen. Richtige Lianen kann man hier finden. Leider habe ich jetzt auf dem Rundgang hier noch keine richtige klassische Liane entdecken können, aber die Kanarenversion von unserem Efeu, Hedera helix canariensis, welche auch hier wie eine Liane funktioniert und wie eine Liane sich am Baum entlang hangelt. Wichtig ist, wer sich jetzt Tarzan vorstellt, wie er sich von Baum zu Baum schwingt. Erstens, das geht nicht, weil eine Liane hat immer Bodenkontakt. Die will in den Boden reinwachsen und verankert sich dann da. Die hängt also nicht locker in der Gegend und du kannst dich daran nicht durch die Gegend schwingen, es sei denn, du schneidest sie vorher unten ab, bindest sie irgendwo in einen Ast und schwingst dich dann durch die Gegend. Das würde gehen. Aber dass die einfach so von den Bäumen hängen, dass Tarzan ohne weitere Vorbereitung von Baum zu Baum schwingen kann, das ist leider nicht möglich. Dementsprechend wird man vielleicht von dem Lianenreichtum, der hier zwar deutlich mehr ist als überall sonst, außer in den Tropen selbst, ein bisschen enttäuscht sein. Trotzdem ist er beeindruckend und eben eine Besonderheit dieser Wälder. Muss ich kurz denken. Ja, ein weiteres wesentliches Merkmal, eben wie wir ja schon auch gelernt haben, dass hier sämtliche Blätter lorbeerblattartig aussehen und das erweckt schnell den Eindruck, man hätte es hier plus minus mit ein bis zwei Baumarten zu tun, die halt alle diese Lorbeerblätter haben. Guckt man aber im Detail hin, unterscheiden sich die Lorbeerblätter dann halt doch. Es gibt welche mit ein bisschen gewelltem Rand, es gibt welche, die eben sehr lanzettlich sind, welche, die sehr eiförmig sind, sehr elliptisch, mal ist die breiteste Stelle des Blattes im vorderen Drittel, mal im hinteren Drittel zu finden. Mal sind die Blätter rosettenartig angeordnet, mal als Fiederblatt, mal einfach Einzelblätter, wie man das von den meisten heimischen Gewächsen kennt. Und das führt dazu, dass wir hier eine Baumartenbiodiversität bekommen, die sonst nur in den tropischen Regenwäldern erreicht wird und diejenige, die wir von daheim gewöhnt sind, bei weitem übersteigt. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, ein heimischer Wald in Deutschland, der artenreichste, baumartenreichste Wald, den wir in Deutschland irgendwo finden können oder in Mitteleuropa, das wäre der Bergmischwald, der hat Fichte, Tanne, Buche, Bergahorn, als die vier häufigsten. Vielleicht finden wir noch weitere Gehölze, wie die Alpenheckenkirsche zum Beispiel, ist ein häufig anzutreffendes Gehölz ein bisschen weiter drunter. Selten kann man mal noch eine Eibe zwischen dem ganzen Zeug finden. Dann wären wir bei 5 bis 6, also wenn man jetzt die Heckenkirsche noch als Baumart, die zählen wir eigentlich nicht mit. Dann wären wir zumindest mal bei 5 Baumarten. Ja, in ganz seltenen Fällen ist in der Nähe noch eine Kiefer anzutreffen. Das ist dann aber schon wieder ein ganz anderes Subökosystem und eine andere Pflanzengesellschaft gehört also eigentlich nicht zusammen. Also in ein und demselben standörtlich ähnlichen, mit ähnlichen Klimabedingungen, ähnlichen Niederschlag, ähnliche Sonneneinstrahlung und so weiter und so fort. Alles gleich Wald. Können wir in Deutschland, wenn wir wirklich Glück haben, vielleicht mal 5 Baumarten natürlicherweise antreffen. Ja. Auch in einem Eichenmischwald, bei dem sich übrigens gestritten wird, inwiefern der überhaupt natürlich ist oder nicht. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass das sei. Da finden wir vielleicht auch höchstens 5 Baumarten, aber auch nur dann, wenn der Förster ein bisschen nachgeholfen hat. Neben der Eiche gerne die Hainbuche, gerne noch eine Kirsche mit drin. Selbstverständlich kann man immer mal zwischendrin noch eine Birke finden, wenn sie da halt hingeflogen ist und jetzt noch überlebt hat. Aber auch dann ist relativ schnell vielleicht noch eine Linde vorstellbar, aber dann ist auch bald wieder Ende. Ja? Also vielleicht
Sagen wir mal, wir würden eventuell in einem heimischen Wald vielleicht 6 Baumarten zustande kriegen. Natürlich, wenn wir uns die biodiverste Stelle raussuchen, die es so gibt. Na? Hier sind wir bei etwa 18. So, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und das nicht nur im Kanarentypus. Der Kanarentypus hat ein kleines bisschen weniger, was natürlich an der Inselsituation liegt. Damit hier eine Kirsche den Lorbeerwaldtypus einer Kirsche ausbilden kann, muss eine Kirsche im Tertiär von Afrika hier rüber geflogen worden sein. Meistens dann mit Transportvogel. Ne? Wenn wir hier von der Kirsche reden, die hat ja nach wie vor Kirschen. Auch eine Kirsche, die im Lorbeerwald wächst, hat weiterhin Kirschen. Die sehen zwar völlig anders aus und werden auch nicht besonders gut schmecken im Vergleich zu dem, was wir gewohnt sind, aber das ist so die einzige Möglichkeit, wie man sich vorstellen kann, wie ein vergleichsweise großer Samen mit dem Wind rüber gepustet werden, geht nicht, hierher gekommen sein kann. Eigentlich nur per Zoochorie, also Transport durch Tiere. In diesem Zusammenhang vielleicht noch ein ganz kleiner Exkurs. Es gibt kanarische Eidechsen. Wie die hierher gekommen sind, die einzige Erklärung, die der Wissenschaft diesbezüglich bisher eingefallen ist, ja, die müssen mal auf einem Baumstamm gesessen sein, und zwar viele von denen, und der ist abgekracht und in den Atlantik gefallen und per Zufall rübergetuckert worden, per Strömung zu den Kanarischen Inseln. Und da sind sie dann auf El Hierro übrigens an Land gegangen, und seitdem gibt es die El Hierro-Eidechse. Weil anders nicht vorstellbar, wie die sonst hierher gekommen sein sollen. Per Ei, ja, denkbar, aber dann müssten es sehr viele Eier gewesen sein, gleichzeitig in einem ähnlichen Bereich, damit da überhaupt eine Reproduktion möglich gewesen wäre, dann später. Ja. Und wie so ein Eidechsen-Ei von einem Vogel transportiert werden soll, ist auch erstmal kryptisch. Also das sind immer so Sachen, die man sich bei Inselökosystemen grundsätzlich fragen muss, wie sind die jeweiligen Arten eigentlich hierher gekommen, aber das ist dann nochmal eine andere Geschichte und werde ich vielleicht mal irgendwo anders noch erzählen. So, jetzt haben wir also die wesentlichen Charakteristika vom Lorbeerwald, Epiphytenreichtum. Lianen gibt's. Es gibt die Teufelspitze. Es gibt diese super angepassten Blätter. Nochmal zu den super angepassten Blättern. Macht euch klar, damit das passieren konnte, dass sich Baumarten mit völlig unterschiedlichen Blättern nach und nach in der Form der Blätter so stark ähneln, ist vor allen Dingen ein Faktor ganz wesentlich, nämlich Zeit. Lorbeerwälder müssen über Jahrmillionen ungestörte Entwicklungen durchgemacht haben, ist hier der Fall, um eben diesen Artenreichtum und diese Spezialentwicklung hin zur Lorbeerkirsche, also nicht die Lorbeerkirsche. Die Lorbeerkirsche wäre auch was man in Lorbeerwäldern antreffen kann. Ja? Oder der Kirschlorbeer eigentlich so rum. Aber hat jetzt nichts mit der kanarischen Kirsche, die in den Lorbeerwäldern vorkommt, direkt zu tun. Ja, aber da ist Faktor Zeit definitiv essentiell und das führt dazu, dass wenn man in diesen Wäldern unterwegs ist, man sehr wohl das Gefühl haben darf, man läuft hier in einem uralten Wald rum. Ich würde sogar so weit gehen, gefühlt macht man hier gerade eine Zeitreise ins Tertiär und ist in einem Ökosystem, was so in Nordafrika bis Nordeuropa, nirgendwo sonst, also auf den Atlantischen Inseln, Madeira und solche Späße haben auch noch ein bisschen Relikte von Lorbeerwald, nirgendwo mehr anzutreffen ist. Und das macht das hier zu einem ganz unglaublich faszinierenden und übrigens auch sehr wunderschönen, ich hoffe, ihr habt die Bilder einigermaßen ansprechend gefunden, Ökosystem. Und davon abgesehen bin ich mir ziemlich sicher, wenn jemand Baumbart trifft und ihm ausrichtet, dass die Endfrauen hier auf Teneriffa im Gebirge untergekommen sind, im Lorbeerwald, die Chancen, dass er sie hier findet, wären relativ gut. Ja? Also falls er noch auf der Suche ist, also wer das nächste Mal Baumbart begegnet. Für diejenigen, die keine Ahnung haben, von was ich rede, Herr der Ringe. Nur für Herr der Ringe-Fanatiker interessant. So, ja, das wäre es dann zum Lorbeerwald tatsächlich auch gewesen. Noch ein paar schöne Aufnahmen zum Schluss, vielleicht noch mit irgendwelcher Gedudel unterlegt, möglicherweise. Weiß ich jetzt an dieser Stelle noch nicht, aber ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal, bedanke mich sehr herzlich und dann beim nächsten Mal die nächste Klimazone. Macht's gut.